Natürlich war er der Mann des Spiels. Max Kruse, Comeback gegeben. Zwei Tore gemacht, ein Tor aufgelegt. Er damit der herausragende Akteur bei Werders 5:1 Erfolg beim VfL Osnabrück. Seine Vorlage leitete in der 22. Minute die Führung mit Florian Kainz ein. Schon da war sein Mitwirken auf dem Platz deutlich spürbar. Mit diesem 0:1 ging es auch in die Pause und nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Die 53. Minute, Lennarty, der Wegbereiter für Max Kruses ersten Treffer an diesem Abend. Lehmann im Tor, der Osnabrücker ohne Chance. Nur 3 Minuten später nutzt Max Kruse ein Zuspiel von Finn Bartels zum 3:0. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit war sein Arbeitstag dann beendet. Zur Belohnung gab es obendrein noch eine Umarmung vom Cheftrainer persönlich. Aber damit war die Partie noch nicht vorbei. Lennarty erhöhte nach einem schönen Zuspiel von Finn Bartels auf 4:0. 71 Minuten waren da gespielt. Und nur 2 Minuten später ist wieder Finn Bartels beteiligt. Seine Hereingabe verlängert Lukas Fröde und Robert Bauer schiebt ein zum 5:0. Das letzte Tor des Tages aber war den Hausherren vergönnt. Robert Christou markierte den Osnabrücker Ehrentreffer 8 Minuten vor dem Ende. Doch hinterher sprachen alle nur noch vom gelungenen Comeback von Max Kruse in Osnabrück. Jawohl, das ist eine gute Idee.